Als das letzte Mal hier war, bin ich in die Richtung geraten, hatte dann da noch eine Schleife dran gehangen. Dann will ich heute mal dem ursprünglichen Plan folgen und die Richtung erkunden. Mal schauen, hier sollen ja ein paar Seen in den Wäldern liegen. Schauen wir uns das mal an. Nee, außer der als privat gekennzeichneten Straße geht vorerst nichts in die Richtung. Da drüben sind zwar Wege, aber angesichts der steilen Rampe scheint sich die Hoffnung, dass dieser Feldweg rüberführt, wohl nicht zu erfüllen. Müssen wir wohl doch bis zur Autobahn und mal gucken, wie wir dann weiterkommen. Gerade mal 2 Kilometer und schon die erste Fehlplanung. Fehleinschätzung, hier geht ein Weg rein. Wunderbar. Dann sehen wir schon wieder die Privatstraße, dann nehmen wir die Richtung. Da haben wir schon mal einen See. Welchen, das muss ich euch später einblenden, wenn ich das verifiziert habe. Das sind allein hier auf der Seite schon 3 Seen. Da kann ich leicht durcheinander kommen. Wenn ich raten müsste, würde ich darauf tippen, dass das ist der mittlere See, der Köttinger See oder wie das ist. Das mit der Nase, die da reinragt. Dann ist der zweite da hinten und der andere irgendwo auf der anderen Seite von der Privatstraße. Tippe ich jetzt mal so. Sind wir mal gespannt, ob das stimmt. Indiz dafür, dass ich richtig geraten habe, wenn das der EV Köttingen ist, dann dürfte das der Köttinger See sein. Das ist ein gutes Zeichen, dass ich anscheinend was richtig orientiert habe. Warum gehen die denn da die Böschung rauf, wenn hier doch eine tadellose Treppe vorhanden ist? Merkwürdig. Da haben sie schon eine Treppe und dann nutzen sie sie nicht. Gruselig. Da haben wir den Köttinger See. Da drüben habe ich schon durch die Bäume den anderen See gesehen. Schönes Sumpfgebiet hier. Ist die Runde komplett. Da sind wir vorhin rausgekommen. Dann die Richtung. Da ist der Dingenskirchensee. Dann umrunden wir den jetzt auch. Die Treppe ist schon besser in Benutzung. Das dürfte eigentlich nicht der dritte See sein. Geht's überhaupt weiter? Denn ich bin eigentlich auf dem Weg zum Bleibtreusee. Ich glaube, das war nicht der dritte See, den ich da meinte. Das ist noch ein Tümpel zwischendurch. Also bei dem Bootsteg macht man das Geländer auf der wasserabgewandten Seite und mal guckt, dass er auch genug Wasser hat, mit dem Boot zu fahren. Da haben wir einen, den Bleibtreusee. Aber erst noch mal einen Trail. Ja, dann bin ich heute wohl der Einzige, der sich da dran hält, oder? Wird Zeit, dass wir unten an den Trampelpfad kommen. Also Wasserski gibt es hier, Wanderwege gibt es immer, aber das Parken kostet alles Geld. Was haben wir hier für eine Drainagetunnel? Ah, da hinten die Mauer da. Falls das missachtet wird, könnte es daran liegen. Ist ein bisschen schlecht platziert. Und hier fehlt nicht mehr viel und der Weg ist im See.
A few meters later. Ist schon klar, warum da ein Abzweig nach links war. Man könnte denken, das müsste sein. Ist es aber eigentlich gar nicht. Also was die Leute nicht alles tun, um ein paar Meter zu sparen. Denn das ist eindeutig hier eigentlich als Weg gedacht. Und ja, wisst ihr, das ist besser platziert als das Gegenstück. So. Jetzt führt der Weg so ein bisschen durch den See, ohne dass ein Baum da liegt, als Ausrede zum breiten Weg hochzugehen. Ja, hier ist es jetzt schon ziemlich urig, was den Pfad angeht. Wunderbar. Naja, auf einen See mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an, ne? Also ich behaupte mal, der Wegweiser, der ist irgendwann mal verdreht worden. Aha, hier wird nicht gewasserschied, hier wird gesegelt. Da ist eine Mauer. Hier ist eine Spur. Entweder können wir da den Trail weiter oder wir gucken uns das einfach hier nur mal an. Warum haben die hier so einen Durchgang aufgefüllt? Wer es noch nicht erraten hat, sieht es am Ballast. Hier war eine oder ist eine Bahntrasse. Da haben wir Libla, aber was es da zu sehen gibt, das habe ich euch ja schon im Video vom Donatuslauf gezeigt in den ersten Minuten. Also entweder die Beschilderung stimmt und ich ende da am Gartentürchen von irgendjemandem. Oder diese Sackgasse ist für Fußgänger durchgängig und den Radspuren hier nachzuurteilen, würde ich fast vermuten, dass dem so ist. Ja, eindeutig ein Fußweg. Ja, hier gab es wohl mal eine etwas größere Brücke. Hier hat man noch Bögen drin. Da hinten ist schon wieder Brücken. Da haben wir den Bahndamm. Jetzt sind wir wieder an dem Parkplatz, wo wir vorhin schon mal waren. Da sind wir hergekommen. Da ging es weiter. Dann nehmen wir jetzt mal diese Route. Gut, dass ich auf dem Hinweg da nicht eingebogen bin, denn das mündet in die Asphaltstraße, also den asphaltierten Waldweg. Hier parallel zu dem am Köttinger See. Hat mich schon gewundert, warum hier im Schlamm meine Profilspuren zu sehen sind. Wenn schon mal Tag der offenen Tür ist, können wir mal einen Blick reinwerfen. Leitung und Ventile. Soll ich euch das als den dritten See verkaufen oder sagen, dass das nur ein Tümpel ist? Den Ortsausgang noch nicht ganz erreicht und schon lockt ein Trampelpfad. Der sieht gut aus. Gerade mal 500 Meter und schon hat sich die Idee für die heutige Runde schon erledigt. Aber dafür, dass sich die Spur hier schon nach wenigen Metern ziemlich verliert, war die am Anfang verdammt gut ausgetreten. Aber wer mich kennt, weiß ja, so schnell gebe ich nicht auf. Da kamen wir her. Hier ist noch schwach eine Trassierung zu erkennen. Aber es kann sein, dass wir da rausgehen. Denn hier scheint es jetzt doch arg verwachsen zu sein. Hier scheint auch die Spur zu enden. Okay, dann können wir eigentlich auch wieder in die Richtung des ursprünglichen Plans abbiegen. Dann stimmt zumindest mal die Himmelsrichtung wieder mit der Grundidee überein. Kamera zu früh ausgemacht. Hier ist schon wieder ein Weg. Da kommen wir wahrscheinlich wieder zurück auf den, ja, da vorne ist wieder der Asphaltweg. Okay, kleine Schleife am Anfang, wieder was entdeckt. Das geht auf die Lichtung. Das ging mal weiter. Und hier geht es auch nicht weiter.
Ja, klasse. Oder soll das hier eine Fahrspur mal gewesen sein? Ja, was machen wir denn jetzt? Versuchen wir es mal hier auf dem Knipp. Und sonst müssen wir halt querfeldein runter ins Tal. Also rein von der Optik sieht das aus wie das Heimbachtal, wo ich schon mal den Hang entlang da einen Wildwechsel gefolgt bin. Gehen wir wieder in die Richtung. Hier haben wir noch mal ein Stück Wildwechsel, dem wir folgen können. Also eine Wiederholung. Ah, da unten ist ein Weg. Sollen wir uns denn da mal runterkämpfen? Bitte nicht mit Straßenschuhen versuchen. Sieht das wieder so aus, als ob ich querfeldein unterwegs wäre? Nein. Markierter Wanderweg. Aber den möchte ich nicht nachts im Stirnlappenlicht finden wollen. Müssen wollen. Ja, oder so. Das war die Trampelfahrtverbindung und hier die ursprünglich sackgassierende Trassierung des ausgebauten Waldwegs. Wieder so ein Fall, wo die Spur immer dünner wird. Aber noch bin ich optimistisch, dass das hier irgendwo auskommt. Ja, da könnten wir. Gehen wir mal hier rauf. Ja, diese Wildeinzäunung ist zumindest so neu, dass ich sie noch nicht gesehen habe. Wir sind auf dem Wildnistrail. Wolfgarten runter. Ein Klapphäkchen. Ich denke gerade, was ist das für eine Verzierung? Batman, das sind zwei Fledermauskästen. Ich glaube, da ist was. Ich dachte erst an einen Bunker, aber das scheint eher ein Fundament zu sein. Eines verschollenen Gebäudes von Vogelsang hier. Blick auf den Oftsee. Ja, vielleicht war das mal ein Ausguck hier von der Kaserne. Hier ist jedenfalls auch noch. Hier ist eine Treppe. Halt, da muss ich noch mal ein Foto machen. Das ist die nächste Trailrunner-Treppe. Ja, wenn hier eine Treppe ist, dann benutzen wir die natürlich auch. Da haben wir, da geht die Treppe wahrscheinlich noch weiter, ne? Definitiv Spuren einer Bebauung. Eigentlich muss ich bis oben hoch, um auf den Wildnistrail wieder zu kommen. Aber warum geht hier ein Trampelpfad rein? Müssen wir uns das nochmal angucken. Ja, was ist das denn hier für ein Wegenetz? Erstmal parallel zur Straße. Aber lassen wir uns nicht ablenken. Aber hier eine Pillbox, Aussichtsbunker. Was ist das da? Lüftung oder Ausguck? Öffnung. Seltsame Form hat das Ganze. Ja, und da hätte ich jetzt auch geschimpft, wenn da kein Pfand drauf gewesen wäre. Ist die Kraxelei noch gelohnt? Ich darf gar nicht versuchen, dass es zugeschweißt. Aber wir müssen weiter kraxeln. Einerseits, nee, keinen Blick rein zu kriegen, nur von außen, aber da haben wir Nummer zwei. Noch mehr, da können wir weiterlaufen. Nee, vorerst komme ich nicht ans Laufen. Hier ist noch eine Treppe. Da wäre eine Treppe gewesen, aber man muss dann als Otto-Normalwanderer den Weg nehmen, wie es scheint. Der Parkplatz ist leider gebührenpflichtig, sonst könnte man das da gut nutzen, um den Unterboden zu checken. Aber die Rampen wurden benutzt, um mit dem Panzer da hochzufahren und dann auf die Dreiborner Höhe zu schießen. Das ist nicht original, das sage ich dir so. Und wieder auf dem Wildnistrail Richtung Gemünd. Hatte ich ja schon mal gefilmt, aber ich gucke es mir hier trotzdem noch mal an. Aber Gemünd. Aha, und die Richtung, in die wir zurück müssen. Hier ist es nicht der Wildnistrail. Ich habe hier in Moorsbach
variiert, aber ich glaube, das kürzt die Schlaufe darunter ab. Da unten habe ich nämlich wieder einen Weg gesehen. Und ich glaube, der letzte, der hier war, hatte keine Trailschuhe. Auch hier gilt Sondermüll, Altöl, aber keine Gartenabfälle. Wo ich gerade sehe, dass der Wegabschnitt immer noch gesperrt ist, das war Teil der Laufstrecke vom Gemünder Citylauf. Ja, die Bank war noch nicht da, als ich das letzte Mal hier vorbeikam, und auch hier fließt, ist der Überlauf ein bisschen besser jetzt im Fluss. Ja, Kilometer 1. Windige Aussicht über Tumm und die Drofer Heide. Und ganz hinten Sophienhöhe. Ja, jetzt stimmt die Kilometrierung aber nicht, denn das nächste ist 3,5. Etwas ungleichmäßig verteilt hier die Bäume. Bei diesem Bahnschwellenrecycling ist sogar der Schuh noch drauf. Vom Zustand her ja, von der Lage leider nein. Hier oben am Sinusstein hat sich ein bisschen was verändert. Was haben wir denn hier? Ja, da ist er noch mal beschrieben. Kilometer 10. Ja, die Kilometrierung ist ein bisschen schräg heute. Und den Grabhügel nicht vergessen. Da führt kein Weg dran vorbei. Der könnte interessant werden. Oh ja, der ist interessant. Ja, das war interessant. Und ich glaube, hier geht es auch noch weiter. Und das ist dann Baum Nummer 4, der mir im Weg liegt heute. Bei Kilometer 19,5. Abstände werden immer größer. Was haben wir denn da? Streckenverpflegung ist heute mal in Marda. Kenner wissen, wo wir hier sind. Weil den Bergfried laufen, den gibt es ja leider nicht mehr. Also wer von diesem Berg, wo ich auch heute gestartet bin, kommt und dann hier sich irritieren lässt, das ist ein anderes Berg. Siebengebirge, Zülpicher Gegend. Boah, das ist ein Gelb. Irre. Okay, da geht's rauf. Da hinten am Wald geht, glaube ich, auch ein Weg rauf wieder. Da müssen wir doch eigentlich hier unten weiterkommen, oder? Natürlich immer vorausgesetzt, dass das da vorne die Stelle ist, die ich im Kopf habe. Es kann natürlich auch was ganz anderes sein. Ja, das ist die Stelle, an die ich mich erinnert hatte. Und da ist der Weg, auf den ich jetzt eigentlich hätte kommen wollen. Was aber nicht so ohne weiteres geht. Und das Gras wird immer höher, der Weg immer beschwerlicher. Aber es ist ja beruhigend, dass hier eine Spur noch zu erkennen ist. Ich bin auch nicht der Einzige, der hier geht. Jetzt haben wir die Wahl. Den breiten Weg. Oder nehmen wir noch ein bisschen Grasweg hier herum.
Jetzt haben wir uns schon mal darauf eingestellt. Dann nutzen wir auch jetzt in vollen Zügen aus. Gehen wir links rum statt rechts rum. Ja, wird der Ausgang noch ein bisschen stacheliger. Ja, hier steht stehen die Brennnesseln jetzt schon mal waden hoch. Nicht so wie an dem langen Grasweg da hinten, wo er nur bis zum Knöchel geht und man nichts davon hat. Ab in der Ort. Was kommt nach Flatten und Wollersheim? Emken. Im Hintergrund Kinnig. Aber ich glaube, bis da wollte ich eigentlich nicht.